Der Zirkus Roncalli erobert den Rathausplatz. Ein Kindheitstraum, der 1976 Wirklichkeit wurde, wuchs in den Jahren zu einer 150 Mitarbeiter großen Welt der Poesie heran und verzaubert seither quer durch Europa sein Publikum. Seit 40 Jahren reist Roncalli nun durch Europa, um an ausgewählten Top-Standorten das Publikum zu verzaubern. Abseits der Manege herrscht jedoch ein rauer Ton, denn das Leben auf Rädern ist ein Knochenjob. Patrick Philadelphia, der Logistiker und Regisseur, ist selbst im Zirkus groß geworden und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Das wird gleich teuer. Jeder, der heute nichts zum Anziehen hat, anständig, kriegt gleich eine verpasst. Gleich 30, 40 Euro, ohne Probleme. Interessiert mich gar nicht. Warum ist der Essen so wichtig? Naja, also wir haben natürlich auch die Gesetze, die wir einhalten müssen. Das heißt, Warnweste, Arbeitsschuhe und Handschuhe etc. Das muss natürlich eingehalten werden. Wenn Sie das nicht machen und es kommt heute eine Kontrolle, dann bin ich derjenige, der zuerst mal angesprochen wird, warum, weshalb, wieso ist das nicht so. Und deswegen muss man da schon aufpassen. Aber die wissen das auch alle. Aber manchmal, heute ist schöner Tag, es ist viel zu warm, ich kenne sowas. Und dann ziehen sie es nicht an. Aber sie müssen es anziehen, das ist halt so. Naja, gut, dann fangen wir an. Raus, runter. Alles, was da ist, gleich raus. Wie viele Wagen sind es? Es sind ungefähr 85, 86 Wagen hier am Bahnhof. Also es sind 50 Bahnwaggons. Und teilweise sind ja die Bahnwaggons mit zwei Wagen bestückt. Und dann sieht man natürlich auch, die ganzen Arbeitsmaschinen sind jetzt auch teilweise mit drauf. Kuba, hau ab! Hast du keine Weste, bezahlst du, sag ich dir. Die wissen natürlich alle, was sie zu tun haben teilweise. Und hier ist natürlich, Bobby, keine Weste, auf Wiedersehen. Ja, hast keine Weste an. Ja, das ist aber ein bisschen nachdenken. Ist normal. Ja, but now when you're going here, then you must know that you need the Weste. Deppen. Schwierig manchmal, ne? Manchmal sind die alle, okay, das sind alles jetzt zum Beispiel welche, die nicht unbedingt am Bahnhof sind. Aber die wissen ganz genau, normalerweise arbeiten heißt Arbeitskleidung. So, wir sind ja nicht hier im Urlaub. Gut, soweit sind wir alles klar. Die machen jetzt die ganzen Ketten ab von den ganzen Wagen. Und der Verlademeister zieht jetzt alles runter, peu à peu. Und dann können auch die LKWs direkt die Wagen anhängen und dann wegfahren. Wie oft macht ihr das im Jahr? Wir machen das 10-mal im Jahr. Und alle 3, 3,5 Wochen ungefähr. Jetzt, wenn wir in Wien sind, ist es 4 Wochen. Und da hat man natürlich schon eine gewisse Routine, die dann da kommt. Und das, die Jungs wissen auch alle, was sie zu tun haben eigentlich. Einer der ältesten Mitarbeiter ist der 72-jährige Pole Janek, der durch sein Pfeiferl nicht zu überhören ist. Janek, wie lange bist du schon beim Zirkus? 22 Jahre. 22 Jahre beim Zirkus? Ja. Wiese ist 23 jetzt. Und Pfeifel? Pfeifel ganze Zeit. Das ist meine Arbeitsplatz. Pfeifen. Vorne. Einmal, stopp. Dreimal zurück. Ebenfalls wie Janek ist auch der spanische Weißclown Jensi nicht aus dem Zirkus Roncalli wegzudenken. Er studierte Theaterwissenschaften in Barcelona und ist nun seit 1996 Clown. In ein paar Tagen bezieht er seinen Garderobewagen in Wien. Hallo. Herzlich willkommen im Zirkus Roncalli. Wollen Sie schauen, meine Garderobe? Ja? Komm mit, aber langsam, langsam, weil alles ist ein bisschen Chaos. Komm mit. Ah.
In einem kleinen Café in Herrenhaus spielt's Grammophon mit leisen Tonen ein Glisch Waltz. Kennen Sie dieses Lied? Das ist ein Wiener Lied. Kommen. Dort genügen zwei Mokka allein. Aber schauen wir mal. Unglaublich, ja? Ein Kaufplatz. Aufpassen, weil hier. Hier. Kleine Blub. Aufpassen. Blub. Aufpassen mit allen Dingen. Blub. Und hier muss machen ein kleiner Blub. Hallo! Wo sind wir da jetzt, oder was ist das? Ja, jetzt muss ein bisschen Licht. Und jetzt präparieren meine Dinge. Meine Schminken ist hier. Und hier. Uhr. So passiert manchmal. Aber ganz schnell machen so. Das ist der Platz, wo Sie sich schminken. Genau so. Das ist mein Platz. Das ist der Ramonplatz. Und das ist der Bernhard-Paul-Platz. Die Schwein sind alles okay. Ja, alles in Ordnung. Weil normalerweise die Wohnwagen reisen mit Zug. Und ist wie ein Cocktailer. Doch bevor Jensi seinen Wagen beziehen kann, muss dieser, so wie die anderen 85 Wägen, noch abgeladen werden. Aha! Warte, stell dich doch mal raus! Es ist natürlich schon immer ein Geschehen, wenn so ein Sonderzug mit dem Zirkus in eine Stadt kommt. Das passiert ja heutzutage nicht alltäglich. Und deswegen ist es auch schon für die Presse eine Besonderheit, ganz klar. Aber nicht nur für die Presse ist das eine Attraktion. Es tummeln sich auch richtige Zirkus-Groupies am Bahnhofsgelände, um hautnah dabei zu sein. Es ist ein Virus heute, der sich eingeschlecht hat in den letzten Jahren. Ein Zirkus-Virus, oder? Ja. Was passiert? Ich würde Modellbau auch machen. Und da ist es sehr reizvoll, also das in 1:87 nachzubauen. Der Sand. Das jetzt vom Modellbau herkommt, diese Begeisterung. Auch, ja. Und man weiß ja nie, wie lange noch ein Zirkustransport durchführbar ist. Also die Infrastruktur wird immer mehr zerstört. Und das ist ja teuer, ne? Das ist die Frage, ob das in 10 Jahren noch machbar ist. So sehe ich das. Bei jedem Umzug zu einer neuen Spielstätte werden Tonnen an Material befördert. Neben dem Zirkuszelt sind zum Beispiel auch 3 Kilometer Wasserleitungen dabei. Wie alt sind die Autos oder wie? Also das ist jetzt zum Beispiel einer vom Ende 1920, das ist ein Schweizer Berner. Und das ist unser Kühlwagen für unser Zirkuscafé. Und auch ein richtiges altes Schätzchen, der auch mal gehegt und gepflegt werden will, ist ganz klar. Was ist das Schöne am Zirkus? Arbeit. Free, ich Junge. Arbeit. Sucht Arbeitsplatz. Keine. Ich sage noch ein Jahr und zusammen ist 22. Jetzt ist es zu spät, ist es 70 Jahre alt. Was anderes zu machen ist zu spät. Ja. Dieses Sucht neue Platz ist keine Chance. Aber ist es schön beim Zirkus? Aber ist es ein Traum? Yes, auch Rente bekommen, aber sitzen zu Hause, dann ist meine Natur. Ich muss arbeiten. Entschuldigung. Eine der größten Leidenschaften von Bernhard Paul, dem Gründer des Zirkus Roncalli, ist das Sammeln von nostalgischem Interieur und Exterieur. Für die Pflege der teilweise über 100 Jahre alten Wägen sind eigene Mitarbeiter das ganze Jahr über beschäftigt. Nach 2 Stunden sind die 85 Wägen abgeladen. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung und einen schönen Abend. Zirkusdirektor Bernhard Pauls Heimatstadt Wilhelmsburg wurde, als er 5 war, plötzlich von einem Zirkus in ein exotisches Spektakel verwandelt. Seither hatte er einen Traum. 1976 war es dann soweit. Die Gründung vom Zirkus Roncalli war jedoch nicht immer einfach. Heute blickt Bernhard Paul jedoch mit einem Lächeln auf die anfänglichen Stolpersteine zurück, so wie jenen mit André Heller. Ja, ich habe gerade gesagt, ich mache einen Zirkus. Ich stand gerade in den Zeitungen, Bernhard Paul macht jetzt einen Zirkus und ich habe schon die ersten Wagen da stehen gehabt und da hat es eines Tages geläutet an mein Haustor und der Heller war da und sagt, das finde ich gut,
würde ich gerne mitmachen. Haben wir gedacht, na ja, der muss doch Geld haben. Audrey Heller, Zuckerl, Schokolade und so. Und wusste nicht, dass er keins hat. Der hat sich gerade seine Erbschaft auszahlen lassen und hat mit dieser Erbschaft sein erstes Projekt in Sand gesetzt, in Form eines Filmes. Und er hat gedacht, ich muss Geld haben, weil ich bin in der Waldvilla gewohnt, war aber nur zur Miete und war auch direkt beim Profil vorher und bei GGK. Und mit diesem Selbstbewusstsein bin ich dann daran gegangen, den Zirkus zu realisieren und zu bestellen. In so einer Zeitfabrik gegangen, so eben möchte Zeit und alles so. Jeder hat gesagt, ja, je. Und keiner hat noch gesagt, nein, man hat dann so ein Selbstbewusstsein, weil man doch, der hat sicher Geld. Und er hat gesagt, was brauchst du? Geld? Ja, ja. Hab ich gedacht, ja. Und dann sagt er, ja, Geld. Wie ist das ausgegangen? Ja, 3 Monate später ist ein fertiger Zirkus da gestanden. Also es war ein Riesenscheiß. Aber auch der Heller hat alle seine Schuldbekenntnis dann abgegeben, also auch jetzt, und sagt, ich war damals ein Arschloch, womit er ja recht hat. Und jetzt sieht er das anders und ich auch. Und wir im Innersten habe ich ihm verziehen, bin ein bisschen nachtragend manchmal, weil es mich ärgert, dass einer, der 3 Monate dabei war, und sein Beitrag war wirklich gering, dass einer, der 3 Monate dabei ist, vor 40 Jahren, immer nur so dasteht, als die 2 haben es gemacht. Also es war ein bisschen anders. Wien, Rathausplatz, 7 Uhr morgens. Die ersten Sonnenstrahlen schmücken das Rathaus und 40 Mann versammeln sich am Gelände. Patrick fährt mit dem größten und schönsten Wagen, dem Wohnwagen des Zirkusdirektor Bernhard Paul, ein. Es ist nur einer von 2 Wägen. Und an diesem orientiert sich auch der Rest des Zirkusdorfes. Bald wird hier das 16 Meter hohe Zirkuszelt mit 36 Metern Durchmesser stehen. Ja, wir fangen jetzt an auszumessen. Das heißt, es ist immer ganz gut, wenn der Platz komplett leer ist. Das Erste, was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt erstmal genau die Mitte vom Rathaus und dann positionieren wir das Zelt erstmal genau. Nach dem Zelt wird dann alles andere positioniert. Gib mir einen Plan oder mach beide einen Stapler. Es hat natürlich in erster Linie ästhetische Gründe natürlich. Also wenn man jetzt vor dem Burgtheater steht und man schaut auf das Rathaus, muss natürlich auch die Mitte vom Zelt, die Spitze, mittig genau am Rathaus sein. Sonst sieht das natürlich nicht so ganz toll aus. Und wem ist es wichtig, dem Bernhard Paul oder dir? Naja, allen ist es uns natürlich wichtig, vor allem natürlich Bernhard Paul. Und wenn sowas nicht in Ordnung ist, wir setzen ja auch die ganzen Wohnwegen und Wagen, die wir hier auf dem Platz haben, wirklich genau gerade, um das natürlich auch schön aussehen zu lassen. Deswegen dauert das natürlich auch sehr, sehr lange, immer bis wir aufbauen, sage ich mal. Hier auf dem Rathausplatz, wie gesagt, wir fangen jetzt sonntags an und am Donnerstag ist Premiere. Und diese kleinen Details brauchen auch Zeit und das ist auch ganz wichtig. So, dann packen wir es. Ein Lollipop, das war mit dem Ketten short und danach der Make the Middle Line. Ja. Der war wie du. Du hast doch das mit dem Zaun, ne? Ja. Wir bringen auch den Zaunwagen. Yeah, we have to just leave the line free and that the people can pass. Also das ist ja natürlich immer gut, wenn man schon mal da war. Wir gehen davon aus, dass das genau die Mitte ist. Wir messen das jetzt aber noch einmal nach. Die Fläche des Rathausplatzes beträgt rund 13.000 Quadratmeter. Das hört sich viel an, doch für den Zirkus Roncalli ein traditionsreicher, aber sehr enger Standplatz. Millimeterarbeit ist hier gefordert. Jetzt ist auch schon mal bei Regen machen müssen, oder? Wir haben das sogar schon bei Schnee machen müssen. Schnee, Eis, dann macht das natürlich nicht so ganz viel Spaß, ganz klar. Muss aber dann zwar auch gemacht werden, aber so ist es natürlich ganz toll. Vor allen Dingen vor so einer Kulisse. Wir haben jetzt genau die Mittellinie und es vereinfacht sich natürlich heute, weil wenn dieser Punkt genau passt, den wir gerade gefunden haben, dann ergibt sich das automatisch. Und wie gesagt, nach dem Plan werden jetzt auch genau die nächsten Wagen links und rechts gemessen und natürlich auch, dass wir dann auch genau in Linie stehen. Weil das ist dann, wie gesagt, die Ausgangsposition für uns, um auch den Zirkus genau auf einen Zentimeter genau zu platzieren.
Sein Nachname, Philipp Helfier, ist aus der europäischen Zirkusgeschichte nicht wegzudenken. Denn seine Familie ist seit dem 17. Jahrhundert im Zirkusgeschäft tätig. Ton, Film und Videoaufzeichnungen können wir Ihnen leider aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestatten. Fotografieren dürfen Sie von Ihren Plätzen aus. Mein Vater war ja schon 1982 hier beim Zirkus Roncalli und hat den Kaffeewagen geführt und für Bernhard ein paar Pferde dressiert. Und daher war ich ja natürlich schon ein bisschen Roncalli-affin sozusagen. Also ich wusste schon, was Roncalli ist. Und dann Ende 95 kam ich dann wieder hierher und Bernhard sagte, du bist derjenige, der das so vielleicht irgendwann mal, ja, so in seinem Sinne vielleicht den Aufbau führen kann und solche Sachen. Und so ist man dann eben reingerutscht. Und das ist jetzt auch schon im 21. Jahr. Pass auf, wir schließen jetzt praktisch von der Rathaustreppe ungefähr 1,5 Meter, 2 Meter weg. Und hier vorne machen wir erstmal quer zu. Praktisch von dem Mittelhannes da. Ja. Einmal so komplett rüber. Ja. Ja. Wir fangen mal erstmal da vorne an. Wichtig ist nur, dass die Leute nicht in die Baustelle reingehen können. Wir bauen die Zäune jetzt, damit keine Personen hier reinkommen, die unbefugt sind. Neben den Zäunen treffen hier in Kürze 8 Kubikmeter Sägemehl, 5 Kilometer Kabel und 10.000 Glühbirnen ein. Max, komm mal in die Pötze, Fuß! Was habt ihr für gewicht? 20 Kilo vielleicht. Ja, über die Jahre kommt ja immer mehr Farbe drauf und dann ist es auch was schwerer. Insgesamt für den Auf- und Abbau schon fast 12 Jahre hier. Ja. Ja, schon einige Auf- und Abbauten hinter mir. Was ist das Schöne? Warum der Zirkus? Man kommt weit rum, man hat Freunde überall und man lernt halt die ganzen Städte kennen. Andere machen hier für teuer Geld Urlaub und ich habe hier 5 Wochen meine Arbeit und nebenbei noch die Stadt genießen. Ist mittendrin, ja. Schön. Die Zäune sind wichtig, denn die ersten Zaungäste sind schon vor Ort. Der ehemalige Arzt lässt sich keinen Schritt des Aufbaus entgehen. Seit wie viel Uhr sind Sie jetzt schon da? Seit kurz nach 8. Ich hab gewusst, dass die ab 8 Uhr anfangen. Ich hab vor, dass ich da bleib, bis sie die Masken aufziehen. Und dann werde ich mich verabschieden. Weil das andere habe ich schon in Linz gefilmt. Das ist ja sehr interessant, wie sie, wenn die Masken aufgezogen sind und die Anker eingeschlagen sind, und dann wird also sozusagen die Plane von der Kuppel runtergezogen. Pass auf, ich muss filmen. Genau hier wird in 4 Tagen das Zelt stehen. Und auch die Töchter von Bernhard Paul, Vivi und Lilly, beziehen dann ihre Wägen. Die Geschwister sind in den Zirkus hineingeboren und kennen nichts anderes. Vivi, die Älteste, steht dieses Jahr das erste Mal alleine mit ihrer luftigen Nummer vor dem Publikum. Das ist sozusagen der Raum, wo wir uns vorbereiten und halt sozusagen schön machen, fertig machen für die Show und warten, dass wir dann drankommen. Das ist eigentlich so ein praktisch Garderobe, Querstrich, Requisitenwagen. Deswegen müssen wir natürlich alles zumachen und wegräumen, sodass sie Platz haben für die Requisiten. Und wenn die Requisiten dann raus sind, dürfen wir wieder die Tische aufklappen und die Sachen aufhängen. Also praktisch müssen wir alles in den Schrank hinten reintun, damit der Platz da ist für die ganzen anderen Dinge, die hier rein müssen. Wie geht es dir so vor einer Premiere? Bist du nervös oder ist es schon Routine? Meine Schwester ist noch ein Ticken nervöser. Ich bin eigentlich ganz locker, so kurz davor werde ich erst angespannt. Ein bisschen mehr gekrabbelt. Ihre jüngere Schwester Lilly trainiert schon seit 5 Jahren mit den anderen Artisten in der Manege. Heute verzaubert sie das Publikum mit ihrer Kontorsionsakrobatik.
Du bist nervös. Oh ja. Ganz, ganz schlimm. Es ist, also bei meinen beiden Geschwistern ist das nicht vorhanden. Anscheinend habe ich das total alles mitgenommen, was an der Universität so mitnehmen war. Also ich bin wirklich, ich leide sehr unter Lampenfieber. Also ich wäre gerne ein bisschen entspannter, so wie meine Schwester, aber es funktioniert nicht. Jeder Mensch ist anders. Ja. Das ist halt nicht immer, immer so, aber speziell am Premieren muss ich sagen, ich persönlich leide sehr drunter. Man hat ja einen speziellen Druck bei der Premiere. Man ist das erste Mal da, meistens ist ja auch viele Zeitungen und mein Papa ist dann natürlich auch noch ein bisschen, wie soll man sagen, man merkt, er ist selber aufgeregt und das überträgt sich ja dann auch, also aufgeregt im Sinne von, er legt viel Wert darauf, dass alles richtig ist und man hat dann meistens ein bisschen Angst, dass man, ich will nicht die sein, die es nicht richtig gemacht hat. Es ist nicht so, dass er dann sagen würde, Kind, jetzt isst du eine Woche nicht mehr, weil es ist alles in Ordnung, aber natürlich möchte man das ja gut machen. Dann ist natürlich, wenn man es gut machen will, der Druck. Und gleich bei ATV die Reportage. Bernhard Paul betritt den Platz und stellt gleich fest, dass sein Wohnwagen ungünstig liegt. Weil das Schlafzimmer genau da ist. Und da weiß ich, dass da immer Leute vorbeigehen in der Nacht, die besoffen sind. Das denke ich mal gerade. Und nach dem Aufbau hängt Patrick das Arbeitsgewand zur Seite und schlüpft in seine zweite Rolle als Sprechstallmeister. Springt in eine Rolle, die man eben spielt. Und bei mir ist es eben der Sprechstallmeister. Und der Sprechstallmeister ist halt der ein bisschen arrogante. Der Michael ist jetzt gerade dran, noch das Zelt zu vermessen. Und wenn er jetzt die Punkte fertig hat, nehme ich meine Anhaltspunkte für die Wohnwagen, die sich die stellen kann. Wenn die dann diese zwei Reihen stehen, einmal die Reihe von Bernhard, einmal diese Reihe, kann ich den ganzen Zirkus weiterbauen. Das wird dreht, aber drei oder was? Nee. Früher haben wir auch solche Anker hier eingeschlagen. Und dann hat dann die Stadt Wien gesagt, okay, wir machen nicht jedes einzelne Loch zu, sondern die fräsen diesen Kreis aus und asphaltieren ihn wieder neu. Müsst ihr was bezahlen für diese Arbeit? Ja. Also das alleine, das Ein- und Ausfräsen, muss man rechnen, kostet so zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Dafür steht man auf dem Rathausplatz. Das ist der Hammer. Der kommt jetzt hier dran an den Kleinen. Und der Peter ist dann derjenige, der damit jemanden dann die Anker in den Boden schlägt. Und was muss man da aufpassen, wenn ein Anker schlägt? Dass keine Stromleitung drunter ist. Sonst stehe ich hier unter Strom. Wie passt man da auf? Ja, die haben die Pläne ja und die haben ja die Markierungen, wo wir schlagen dürfen. Also da kann nichts schief gehen. Hoffe ich. Schalte die vom Gelände weg, damit wir in Ruhe aufbauen können. Ja, Sicherheit geht ja vor. Es ist so, dass immer viele Leute kommen. Und gerade hier in Wien, ja. Das ist extrem. Das Tor hat Marco heute schon dreimal geschlossen. Ein weiteres Problem entsteht. Die notwendigen Anker, die Peter und Marco im Boden befestigen müssen, fehlen noch. Somit kurze Pause für die beiden. Was ist für die Lieblingsstadt? Wo ist er jetzt am liebsten? Zu Hause. Eigentlich Köln und Wien. Ja. Also ich finde Österreich sowieso wunderschön. Also hier sind wir am schönsten. Vor allem hier auch die Kulisse mit dem Rathaus. Das ist auch die Gärten und alles. Also es ist schöner wie Deutschland. Sind die Frauen froh, wenn ihr da seid? Na, meine Frau ist ja hier dabei. Meine auch. Seine auch. Ich habe sogar im Zirkus geheiratet. Wirklich? Ja. Fast ein Jahr. Selber schuld. Hat sich den Todesschuss gegeben. Wo ist sie jetzt? Oder was macht sie vom Zirkus? Die sitzt in der Kasse. Jetzt frag mal, was seine Frau macht. Die ist Kassenchefin. Der Zeltaufbau am Rathausplatz läuft nicht nach Plan. Peter und Marco haben mit dem Stahlanker ein Starkstromkabel getroffen, welches dort angeblich gar nicht liegen dürfte. Nur durch Glück wurde niemand verletzt. Wir
viel Strom ist er drauf? 230 Volt. Abschalten können wir es nicht. Ja, das muss ich erst schauen, wo das überhaupt ist. Scheiße. Lass uns mal zumachen, lieber. Ja. Das kam ziemlich zum Schluss beim letzten Stück. Das hat ja nicht mehr gehalten, oder? Da kamen die Funken raus und dann war halt alles weg. Er hat ein paar heiße Beine gekriegt, ich ein paar heiße Augenbrauen. Aber was soll's. Marco, wie war das? Heiß. Silvester mitten im Sommer. Gut ausgedrückt. Aber kein Stromschlag bekommen? Na, gar nichts. Nein. Wie er schon sagte, zum Glück war es am Schluss vom Anker. Da habe ich ja schon die Hände weg. Ansonsten wäre, glaube ich, schon der Krankenwagen jetzt hier. Ja. Naja, passiert. Das ist jetzt die Frage, weil die sind ja parallel in einer Linie. Und er sagt ja, da ist kein Kabel. Nur wenn es jetzt da schon gefunkt hat, kann ja auch sein, dass derselbe Strang weitergeht. Ja. Wenn das ist, haben wir ein Problem, weil das sind die zwei Hauptanker, um die Masten hochzuziehen gleich. Das Zelt muss heute vor Einbruch der Dunkelheit stehen. Die Zeit drängt. Da nun keine Anker im Boden sind, nehmen sie zum Aufziehen der Zeltstangen behelfsmäßig einen LKW. In der Zwischenzeit sind auch schon die zuständigen Herren von Wien Energie herangeeilt. Ein Event-Elektrik da, wir haben extra gefragt, wo können wir schlagen, wo nicht. Und er meinte, da liegt nichts. Aber da hat es auf einmal geknallt. Ja, dann liefert er nicht die Zulassung. Ah, das ist er schon. Ja, pass auf, wir ziehen jetzt nur die Masten eben hoch, sonst verliere ich hier Minimum 3 Stunden, wenn ihr anfangt. Ich ziehe jetzt die Masten hoch und dann kommt der wieder weg und dann könnt ihr hier arbeiten. Verstehst du? Ja, wir müssen schauen. Weil ich kann ja den. Ohne den jetzt, der muss weg. Ja, logisch, aber 10 Minuten muss jetzt warten. Wir ziehen das Ding hoch und dann. Ich glaube, ich daherfahren, dass das vor ist und jetzt immer warten. Ja, was soll ich machen? Kann ich denn wissen, wann ihr kommt oder was? Kann ja sein, dass er eine Stunde braucht oder 5 Stunden, was soll ich wissen? Na. Ich habe hier 35 Leute. Zahlst du mir die 20.000 Euro jetzt auch nicht? Siehst du, also, dann wartest du jetzt 10 Minuten, bis wir die Dinger oben haben und dann kommt das weg. Ganz einfach. Die wirst du ja wohl schaffen, die 10 Minuten. Meinst du, ich warte jetzt hier, bis der die Sachen da ausgebaggert hat? Und jetzt hat er nicht die, die Freizeit von den ganzen Leuten. Der 150 Mitarbeiter arbeiten beim Zirkus Roncalli. Jede Verzögerung hat im weiteren zeitlichen Ablauf erhebliche Auswirkungen. Plan B funktioniert und die 3 Tonnen schweren Zeltstangen für das 16 Meter hohe Zelt stehen. Jetzt kann die Zeltkuppel eingehängt werden. Nachher hängt ja alles dran. Also wenn jetzt die Kuppel eingehängt wird, geht der Druck hier nach unten. Also die Abspannungen sind nur dafür da, dass die Masten nicht umfallen. Weil der meiste Druck geht nachher nach unten. Und unten sind sie eh befestigt und mit diesen Abspannungen von den Masten werden die Masten nur gerade gerückt. Von Beginn an wählte Bernhard Paul die Spielorte seines Zirkus sehr sorgfältig. Vielleicht auch ein Geheimnis seines Erfolges. Vom Hofgarten in Bonn bis nach Moskau hat es Zirkus Roncalli geschafft. 15 Jahre nach der Gründung wurde Bernhard Paul in Wien eingeladen und so kehrte Roncalli wieder in seine Heimat zurück. Der schönste Platz der Welt. Worüber denken Sie nach, oder was? Weil das Schlafzimmer genau da ist. Und da weiß ich, dass da immer Leute vorbeigehen in der Nacht, die besoffen sind. Das denke ich mal gerade. Des Zirkus. Immer schöner Moment. Das Zelt steht und die Wien-Premiere ist heute Abend.
Alles wird geputzt und der Zirkus bekommt den letzten Feinschliff. Auch die Artisten sind eingetroffen und beziehen ihre Wohnwägen und richten ihre Requisiten her. Auch die Orgel am Eingang spielt bald die ersten Töne. Das ist eine funktionstüchtige Orgel. Eine ehemalige Jahrmarktsorgel. Die spielt nachher bei jedem Einlass. Und für die Spiele ist es automatisch? Ist automatisch, ja. Mit Lochkartenleser. Hier ist der Lochkartenleser mit der gesamten Melodie hier unten drin. Wird hier durchgelesen und damit dann das ganze Ding gespielt. Wird auch immer gut gehalten, gepflegt. Regelmäßig zur Wartung, weil es ist ja nicht ganz einfach. Durch die unterschiedlichen Temperaturen verstimmt sich das natürlich auch immer mal wieder ein bisschen. Ja, und das muss natürlich in Ordnung gebracht werden. Nein, nein, die Stangen kommen hier schon vor. Ja, weißt du warum? Drück die Figur mal rüber, die muss da angeschraubt werden. Okay. Ach so. Ja. Genau. Steht da. Einfach drücken. Und so. Ein paar Meter weiter bezieht Bernhard Paul seinen Wohnwagen. Es gibt so gewisse Regeln und gewisse Zeremonien, also immer Kerker rein, Flaschen, Dings weg, alles was runterfallen kann, ist nicht sehr viel. Der Fernseher fährt elektrisch ein und wenn man braucht, fährt er aus, sieht man ja den ganzen Tag, ist auch schön. Und dann fährt er in eine andere Stadt, wird wieder ausgefahren und man sitzt da und sagt, ja, so wie immer, außer die Aussicht ist anders. Sonst ist alles gleich. Wie groß sind die Wegen? Wie viele Quadratmeter hat man da? Also sie haben immer 2,5 Meter Breite. Die Länge ist natürlich verschieden, der ist 12 oder was, aber mit ausgefahrenen Sachen ist er natürlich nur größer. Was haben Sie da für Bilder? Das sind ja alles... Das ist zum Beispiel der Rock mit meinem Freund Freddy Knieper, der leider schon gestorben ist. Und in der berühmte Clown und Krog, mein Idol. Und so ist es. Das muss ich nachhalten, das ist mal was Neues. Das Leben. Man schlagt die Zeitung ab und sagt, ah, schön, Titelseite. Super. Und freut sich. So, kannst du mal einschalten. Jetzt geht's los, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt wird auch die Musik zu hören sein. Während da oben noch zwei Glühbirnen fehlen, wartet am Eingang schon die Presse auf Bernhard Paul und seine beiden Töchter, die schnell in ihr Kostüm gesprungen sind. Das ist jetzt der Pech. Das ist es. Das ist es, wenn er durchschaut, der Chef muss durchschauen in der Mitte. So muss es sein. So muss es sein. So muss das sein. Kinder. Ja, besser. Ja. Ich sehe nur da was Furchtbares. Diese Gerichte sind ja furchtbar. Das wäre irgendwas anderes. Da müssen wir nur schnell schauen. Johannes! So, das ist ja Wahnsinn, diese Gerichte. Ich weiß nicht. Muss man zumindest umlegen oder irgendwas anderes machen. Weil das geht doch nicht. Das ist schief. Ja, ich weiß. Jetzt ist also vorne auch schief. Ja, passt. Wenigstens gerade. Machen wir. Sofort was machen. Ja, okay. Das kann nicht sein. Ja, was stört sich diese Gewichte, weil hier dürfen wir keine Anker schlagen, weil drunter.
Garage ist oder irgendwas. Jedenfalls, die Gewichte sind nicht schön und da muss man was machen, dass das schön ausschaut. Da muss ja jedes, seit der am Eingang. Lass mal es bauen in die Kaffeezone und dann okay. Kommst du später und dann siehst du. Aber wann müssen die genau eine Linie, ja, ja, nicht ein so, ein so. Ja, ja. Und das vorne schief geht überhaupt nicht, auch gerade. Ja. Lass mal es bauen dann. Okay. Aber hier kann man keine Anker schlagen. Die war relativ okay, die Baubesprechung. Natürlich gibt es immer ein paar Sachen, die man nacharbeiten muss. Da die Baubesprechung aber erst um 3 Uhr heute Nachmittag war, hänge ich jetzt natürlich ein bisschen in der Zeit, weil die bis abends wollen sie alle Sachen sehen. Es waren nur Kleinigkeiten, aber die machen wir jetzt noch vor der Premiere. Aber es wird eh ein bisschen eng, es ist schon 5:30. Das ist ein Wagen. Den gibt es nur in Wien. Das ist der Behördenwagen, das heißt Feuerwehr und Polizei und Dienstaufsicht, die kommen hierher. Dann tragen die in ihre Bücher ein, ob irgendwas passiert ist oder ob was passiert. Dann lassen sie die aber immer liegen. Das heißt also, derjenige, der dann am nächsten Tag kommt, kann sehen, am Freitag ist das und das passiert. Und dann werden die mich fragen, ob der Schaden behoben ist oder nicht. So, sowas gibt es aber hoffentlich nicht mehr in Wien. Das gibt's nur in Wien. Das gibt's nur in Wien. Ja, Behördenwagen. Genau. Genau. Ganz Deutschland. In ganz Deutschland und in sonst Österreich gibt sowas nicht, nur in Wien. Wien ist anders. Gut. Okay, andiamo. Andiamo, ben, andiamo. Le penne a ristorare d'un innocente amor. Ho passato lì, up, mi cavolo, mi tale dinga. Ho passato mi tetto. Jetzt gehen in mein Garderobe, weil ich muss rasieren und schminken. Das ist doch bald die Vorstellung, oder? Die Premiere. Ja, Premiere. Hier in Wien, aufpassen. Bist du dann noch nervös vor so einer Premiere? Oder? Ja, immer. Immer das Publikum, jeden Tag ist anderes. Und ich weiß es nicht, wie wir reaktionieren. Ist es so, da schlüpfst du dann eine eigene Rolle? Geht man in eine Rolle? Ist man eine andere Person? Nee, ich schätze, aber du potenzierst etwas. Wenn ich bin Buse und dann, wie bei Sklaven, ich bin mehr Buse. Wenn ich bin zufrieden und dann ich bin mehr zufrieden. Das ist nur potenzieren etwas. Wie schminken. Insgesamt braucht Jensi eine Stunde, bis er fertig geschminkt ist und in seine Rolle als Weißclown von Roncalli geschlüpft ist. Seine Aufgabe besteht nicht darin, die Menschen zum Lachen, sondern Poesie in die Manege zu bringen. Ein paar Waggons weiter schlüpft auch Patrick Philadelphia in seine Rolle. Das Arbeitsgewand ist abgelegt und er wird zum Sprechstallmeister des Zirkuses. Ist das auch für dich eine Art Verwandlung oder ist es eher weniger? Naja, eine Verwandlung ist es immer, weil sobald man ein Kostüm anhat und man geschminkt ist, dann ist man so wie ein bisschen wie ein anderer Mensch. Man springt in eine Rolle, die man eben spielt. Und bei mir ist es eben der Sprechstallmeister. Und der Sprechstallmeister ist halt der ein bisschen arrogante, immer sehr der schaut eben, wie die Show läuft und wie es eben sein sollte in der Vorstellung. Da bin ich wieder. Geschniegelt mit einer neuen Uniform. Und jetzt kann es losgehen. Fühlt man sich jetzt? Vorher Popfahrer? Ja, man fühlt sich schon was besser, wenn man die Uniform anhat und alles. Also da ist mehr Eleganz drin. Und da ich heute die neue Uniform anhabe, weiß nicht, das ist schon die 6. Uniform von mir. Also, jetzt konzentrieren wir uns auf die Premiere und dann schauen wir weiter. Gleich bei ATV die Reportage. Kurz vor der Premiere kommt Patrick nochmal ein wenig in Stress.
Jetzt pass mal auf, sind alle Plätze weg oder nicht? Wo sind die Susanne? Zu viele Häuptlinge hier, da funktioniert schon wieder gar nicht. Ja, Karten vorne, aber keiner weiß, wo die sind. Anspannung liegt in der Luft. In Kürze ist Anlass und die Premiere kann beginnen. Das Zelt ist ausverkauft und 1500 Menschen werden erwartet. Die Schlange reicht bis zur Ringstraße. Mit kritischem Blick prüft Patrick, ob alles passt. Ja, das ist, jetzt gibt es kein Zurück mehr, sozusagen. Christopher? Ja? Wo sind die Lampen von den Programmmädchen? Was machen wir? Ich habe mich gerade eingetan, weil ich vergessen habe. Gut, dass du der Lichtchef bist. Das ist ja vorbei. Doch ein wichtiges Anliegen von Bernhard Paul unterbricht die Besprechung mit Marco. Hallo, ich würde sagen, dass es in der Anstellung seid. Es ist ja Kärtchen im Hintergrund. Ja. Eine Loge. Er ist einzeln. Noch der Falsche vielleicht zu zweit. Nein. Weiß man nicht. Okay. Nur, dass er irgendwie gut unterkommt. Okay. Kurz eine. Am besten dadurch. Ja. Beim Gesetzt. Ist immer raus. Da war es gut. Er wollte mal raus. Die Eröffnung hat begonnen. Die tagelange Arbeit der Zirkusmitarbeiter wird jetzt zum Leben erweckt. Bereits am Eingang werden die Besucher von den Artisten empfangen. Ich schaue jetzt natürlich, ob alle pünktlich da sind, ob alle richtig angezogen sind, ob sie geschminkt sind. Und ob sie auch immer freundlich sind. Wenn sie nicht freundlich sind, dann muss ich ihnen so einen kleinen Tipp geben. Und dann fängt es dann um 7:30 richtig an. Eigentlich ist das ja schon der Beginn der Show, denn wir begrüßen ja unser Publikum, wenn sie reinkommen. Und das ist natürlich auch schon ein Teil der Show. Was hast du denn? 97,98. 97,98, damit können wir arbeiten. Aber da kommt nur der Rollstuhl hin. Ja, dann muss sie. Ja, 97,98, sie muss dann halt auf 156, ja. Ist kein Problem. Schick sie rein, er baut um. Was haben die Leute für Bewegchen manchmal? Haben die Leute manchmal irgendwelche Bewegchen? Ja, natürlich. Entweder ist irgendwie eine Sturmstange im Weg und so. Also dafür sind wir dann auch, denen wieder Ersatzplätze zu besorgen. Bewegchen hat ja jeder immer irgendwo, also selbst wir. Ja? Mehr hier in Wien ist es sehr extrem mit den Wehwehchen. Hier kennt sich jeder. Schaut sie rein. Sind Sie ein Zirkusliebhaber an sich? Naja, also bei Roncalli ja. Also alle 2 Jahre gehe ich gerne in den Zirkus. Ansonsten bietet das Leben genug Überraschungen, Akrobatik und Zirkuseinlagen. Herr Müller, ich habe ein Lächeln gebrochen. Das ist eigentlich gut gelaufen, aber zeigt das nicht so. So innerliche Genüsse, Herr Müller. Und vielleicht eine schöne Arme doch, das haben Sie vergessen, Herr Müller. Soll ich bei Ihnen bleiben? Nein, reden? Geh raus. Ja, er mag es auch nicht, Holland. Ja, ich aus dem Treppen nach oben, habe ich gesagt. Was mich so freut, ist, dass ich leite für eine Nummer, sagen wir, für 5 Minuten, also eine ganz komplizierte Nummer, das ist Ihr Leben. Ja, das ist sozusagen die Übung, die Sie dann perfekt können und für die Sie leben. Und das ist sozusagen, es ist total absurd und gleichzeitig wunderbar. Pass mal auf, sind alle Plätze weg oder nicht? Wo sind die Susanne? Zu viele Häuptlinge hier, da funktioniert schon wieder gar nichts. Was denn? Ja, Karten vorne, aber keiner weiß, wo die sind. Das ist immer so, Premiereneinladungen, dann vergessen sie ihre Einladungen, dann wissen wir nicht, wo die sitzen, dann muss man nochmal nachschauen, in welche Liste die gewesen sind. Das ist immer der Stress am Premierentag, aber das ist ganz normal. Aber bis jetzt genehmigen sie sich alle, schon mal gut. Könnt ihr bitte draußen anfangen, einen Gong abzusetzen? So wie im Theater, im Foyer, wird dann ein Gong läuten. Das heißt, wissen die Leute jetzt so langsam, sollten sie sich in den Zirkus oder
ins Theater bewegen, sozusagen. So, jetzt 185. Richtiger Roncalli-Fan, oder? Ich bin überhaupt ein absoluter Zirkus-Fan. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ja Zirkus gern gemacht einmal. Aber die hohe Schule des Zirkus ist wirklich so hoch und so schlecht bezahlt, dass es lieber blöd. Als Clown würde man noch gehen, aber die haben in Frankreich tolle Schulen, die das unterrichten. Hier nicht. Aber was der Bernhard Balger aufgezogen hat, ist legendär. Das muss man auch mit seinem Kommen unterstützen. Während vorne das Publikum die Plätze einnimmt, liegt hinter der Bühne ein Prickeln in der Luft. Ein Gemisch aus Anspannung und Vorfreude. Bernhard, sag jetzt noch was, bevor es alles anfängt. Und dann komme ich danach. Und dann geht's los. Sag mir das gleich wieder. Ja, man sagt eigentlich toi, toi, toi oder Hals- und Beinbruch. Die Reise zum Regenbogen hat 1976 begonnen und feiert in einem ausverkauften Zirkuszelt in Wien ihr 40-jähriges Jubiläum. Ein Kindheitstraum wurde Realität und zaubert fast täglich tausenden Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Der Zirkus Roncalli.